Schwerer Unfall in Brandenburg. Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 711 nahe Starkow im Spreewald ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 48-Jährige ist auf dem Weg zur Autobahn offenbar von der Fahrbahn abgekommen und prallte vor einen Baum. Erste Einsatzkräfte fanden einen völlig demolierten Wagen vor. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar. Ein Pkw-Fahrer ist in Fahrtrichtung Autobahn nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hier schwer verunfallt. Infolge des Unfalls ist der Fahrer leider verstorben. Und zur Identität des Fahrers können wir bisher keine Angaben machen. Die Polizei ermittelt jetzt die Hintergründe des tragischen Unfalls.